zusammen, ich dachte mir, ich zeige euch heute mal unser Apartment hier in Sydney und zeige euch mal, wie wir hier so leben, weil einige von euch gefragt haben. Und ich habe es mal kurz auf Snapchat erwähnt, aber hier kriegt ihr die Vollversion quasi. Wir starten mal in unserem Living Room, also in unserem kleinen Wohnzimmer. Wir haben hier einen richtig coolen Flatscreen, eine Couch, eine Sitzecke und ein Tisch, der am Anfang noch so ein bisschen gewackelt hat, den der Max Gott sei Dank repariert hat. Der ist da sehr talentiert. Ich wäre da ziemlich aufgeschmissen gewesen. Aber ich finde es sehr, sehr stylisch und man sieht schon, so das Farbschema hier ist gelb, was ich wahrscheinlich für meine Wohnung nicht gewählt hätte. Aber wir finden es eigentlich ganz, ganz cool, so dieses Grau, Schwarz, Weiß, Gelb. Zieht sich durch die ganze Wohnung, wie man hier jetzt auch gleich sieht. Haben wir hier auch eine Sitzecke mit gelben Stühlen, gelben Platzdeckchen und ja, so gelben Kunstblumen. Die wollen wir noch ersetzen durch richtige Blumen, wenn wir jetzt dann so richtig angekommen sind. Wir sind ja erst seit ein paar Tagen hier. Ja, und dann haben wir hier noch eine richtig coole Küche, sogar mit Gasherd. Ich habe erst einmal in meinem Leben tatsächlich mit Gas gekocht. Das war in New York. Ist echt witzig, dass ich gerade in den größten Städten irgendwie immer mit Gas konfrontiert werde. Jetzt zeige ich euch mal das Schlafzimmer. Was haben wir hier im Schlafzimmer? Ein Bett. Surprise, surprise. Ein sehr gemütliches Bett noch dazu. Also das ist wirklich unglaublich federnd und unglaublich gemütlich. Außerdem haben wir hier einen kleinen Spiegel und ein paar Schuhe von mir, weil die nicht überall Platz haben. Ja, es ist halt so ein bisschen Loft-Style, also so ein bisschen offen gestaltet, das ganze System hier. Dann haben wir hier unsere Kleiderschränke. Das ist hauptsächlich mein Part. Habe ich meine ganzen langen Sachen hängen, weil hier quasi drunter nichts den Weg versperrt und meine ganzen Schuhe hier unten noch. Genau. Und was sich hier sonst noch verbirgt, das glaubt man gar nicht, aber unser Badezimmer ist hier auch noch. Das bedeutet, ihr könnt mal kurz reinkommen. Max sagt auch Hallo. Also das ist unser kleines Badezimmer. Klein, ist relativ, ist eigentlich relativ geräumig tatsächlich mit so einer schönen Walk-in-Dusche und schöner Toilette, schönen Annehmlichkeiten. Außerdem haben wir hier auch sogar Waschmaschine und Trockner, auch alles schön versteckt. Das finde ich bei dem Apartment sehr, sehr cool, dass hier alles so ein bisschen verborgen ist hinter so vielen Schränken. Also man wird nicht sofort damit konfrontiert. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, und das waren zumindest schon mal die Innenräume. Jetzt zeige ich euch aber das absolute Highlight. Unser Herzstück ist eigentlich unsere Aussicht. Wir sind mitten in Sydney, in Darlinghurst, eines der beliebtesten Viertel, und haben quasi Sydney zu unseren Füßen liegen. Wir schauen gerade nicht Richtung Opera House, das ist genau auf der anderen Seite, das zeige ich euch gleich noch. Aber wir haben jeden Abend zumindest diese geile Aussicht. Hinter mir Fitnessraum mit vielen Geräten und Sauna etc., wo wir auch schon viel trainiert haben zusammen. Und eigentlich wollte ich euch jetzt gerade die Aussicht zeigen. Und jetzt gerade, wirklich, ist es kein Scheiß, gerade in der Sekunde fängt es an zu regnen. Man sieht auch noch, wie trocken es um mich herum sonst ist. So viel zum Thema Sommer in Australien. Ich habe ansonsten sehr viel Spaß hier zu sitzen, das Opera House anzugucken, die Brücke, die weltbekannte, und sonst halt einfach so klein Little Manhattan quasi vor sich liegen zu haben. Ja, jetzt kann ich nicht mal den Witz machen, dass ich mich jetzt auf die Sonnenliege lege und euch tschüss winke. Ich sag jetzt einfach mal so tschüss. Ich hoffe, das Wetter wird bald besser.